Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Haul für dich, den ich jetzt einfach mal einschieben wollte, weil ich habe die ein oder andere aktuelle Aktion, über die ich euch noch informieren wollte. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so meine Einkäufe durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr seht hier auch Produkte von meinen Kooperationspartnern, ne? Das ist dann jetzt gerade so ein kleiner Mischmasch-Haul und ich starte auch tatsächlich mit einer wundervollen Aktion von einem meiner Kooperationspartner und zwar von Yepoda. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Also Yepoda hat gerade feiert gerade seinen Geburtstag und deswegen bekommt ihr aktuell mit meinem Code BDAYCLAUDI, also BDAY Claudi, 43% auf das komplette Sortiment. Was ist eigentlich Yepoda? Yepoda ist K-Beauty, beziehungsweise eine Marke, die K-Beauty nach Deutschland geholt hat, weil die sitzen auch in Deutschland. Die haben koreanische Kosmetikprodukte, aber tatsächlich angepasst auf den deutschen Markt. Das heißt, wir finden dort Pflegeprodukte, aber auch immer mehr Make-up-Produkte. Das heißt, wenn ihr euch mal mit den Pflegeprodukten auseinandersetzen möchtet, dann schaut euch mal zum Beispiel das Full Glow Set an, denn dort sind, ich glaube, alle Pflegeprodukte oder so gut wie alle Pflegeprodukte, auf jeden Fall 7 Stück müssten das sein, die man dort bekommt, unter anderem auch die beiden Sachen, die ich jetzt hier habe, einmal The Calm Balm und die Cetox Maske, dann The Bubble Double, die Tagescreme, die Nachtcreme, Serien. Also super viel ist da auf jeden Fall drin. Und das hat einen Warenwert irgendwie von 254 Euro. Ihr bekommt das mit meinem Code für 96. Das heißt, es sind ungefähr 13,71 Euro oder so pro Produkt. Und dann gibt es jetzt aktuell, wenn ihr den Code anwendet, halt auch noch diese wunderschöne Bag gratis mit dabei, die ich übrigens super witzig finde. Es sind schöne Produkte, die tierversuchsfrei sind, vegan sind die, glaube ich, auch alle. Du hast keine Sachen drin, die nicht reingehören, also keine Parabene, keine PEGs, keine Parfümstoffe. Und ja, schaut gerne einfach mal vorbei. Ich lasse euch den Code und auch den Link in der Infobox. Und dann habe ich als nächstes was von Purish zugeschickt bekommen, was ich mir dort auch bestellt habe. Zum einen habe ich hier von Frank Body die Booty Drops Firming Body Oil. Und ich brauche das halt wirklich für meine Oberschenkel. Und das ist halt genau dafür gemacht, ne? Finde ich total witzig. Frank Body ist sowieso so ein bisschen frech von der Marke her, finde ich. Ne? Die hatten wir jetzt auch mal in Boxen drin gehabt. Ist mit Koffein, a butt forklift und Grapes Seed Oil for a baby soft booty. Also quasi soll dein Hintern hochgeliftet werden und baby weich werden. Ne? Da bin ich mal gespannt. Dann habe ich noch eine Lippenpflege. Da wollte ich eigentlich diese andere, die total fancy nach diesem Honig aussieht, der aus diesem Pöttchen, wie auch immer. Egal, das hier ist das Reff de Miel. Nyx kenne ich tatsächlich eher so von Haarpflegeprodukten, aber die haben auch dieses, ja, ein Traum von Honig heißt ja Reff de Miel, ne? Und das haben die halt auch auf dem Markt und das soll total großartig sein. Soll man so als Lippenmaske verwenden können. Overnight, ich mag ja gar nicht eigentlich solche Pöttchen, aber ich stelle mir das gerne ans Bett. Oh Gott, das riecht auch richtig gut. Richtig gut nach Honig. Ja, und das war es tatsächlich schon von Purish. Jetzt gehe ich weiter zu Beauty Bay. Beauty Bay ist ein Online-Shop in England. Da bekommen wir tatsächlich auch Marken, die hier nicht so ganz vertreten sind. Teilweise natürlich bei Beauty Bay selber. Das ist die Eigenmarke von Beauty Bay. Aber auch Sachen von Revolution sind dort eher. Von Too Faced finden wir dort eher. Da werden wir wahrscheinlich dann auch eher wieder Zugriff auf Urban Decay und so bekommen. Super interessant. Erst habe ich mir hier die Dream Delight Face Palette einfach mal bestellt. Das sind halt 4 verschiedene Töne. Das ist, wie gesagt, eine Face Palette. Und die Eigenmarke gefällt mir einfach richtig gut von Beauty Bay, muss ich sagen. Die haben so schöne Lidschattenpaletten. Und hier sehe ich, dass der Highlighter ein bisschen zu dunkel sein könnte und der Bronzer vielleicht ein bisschen zu, ja, zu gelb. Wow. Dann habe ich mir bestellt die Retro Love Palette. Das war eigentlich so der Hauptgrund, weswegen ich dort bestellt habe. Das ist eine neue Lidschattenpalette von denen. Und ich muss wirklich, also die Lidschattenpaletten liebe ich einfach so sehr von denen. Die haben eine Qualität, Leute. Die halten richtig gut auf den Augen, lassen sich toll verblenden. Die Schimmertöne haben eine Strahlkraft von hier bis nach Metten. Das ist einfach der Wahnsinn. Und da können halt wirklich viele andere Marken gegen, also einpacken. Ne? Schaut euch die bei Beauty Bay Sachen an. Die haben zu vielen, vielen... Wow, was ist denn hier aus? Oh mein Gott. Ich habe hier gerade irgendwas... Mein ganzer Tisch ist blau. Keine Ahnung, was ich hier veranstaltet habe. Huch.
Schaut euch da auf jeden Fall mal um. Die haben super, super tolle Paletten und probiert die mal aus. Also ich glaube, bis 150 Euro müssen, also wird halt auch kein Zoll fällig. Dementsprechend alles, was ihr unter 150 Euro bei Beauty Bay bestellt, wird nicht verzollt. Dann habe ich mir die neuen Cream Blushes von Revolution Pro bestellt. Das ist ja so ein bisschen Charlotte Tilbury Nachmache in Anführungsstrichen, ne? Dupe. Peach und Pink sind die Farben, die ich bestellt habe. Das sind diese beiden. Da bin ich auch einfach mal sehr gespannt drauf. Ne? Also wir kriegen die Produkte halt, wie gesagt, ein bisschen eher dort. Und ich habe sie jetzt auch schon bei anderen gesehen, aber ich habe sie noch nicht in der Drogerie gesehen. Ja, und da hat man da ein bisschen eher Zugriff. Die Lieferung dauert dann natürlich 1-2 Tage länger, als wenn ihr das bei Rossmann oder Douglas bestellen würdet, ist klar. Und ja, aber trotzdem hat man dann immer noch eher Zugriff. Wow, das ist schimmernd, Leute. Upsala. Ne? Und das ist halt diese typische Tubenform. Und unten dran haben wir dann diesen Puffel. Ist nicht gerade die hygienischste Applikationsform meiner Meinung nach, aber ich habe da schon Bock drauf. Ja, 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 ja. Ich hatte jetzt heute keine Zeit für ein Try-on-Haul, muss ich leider gestehen. Das ist schade Schokolade, ne? Aber ja, ich muss es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ui, das sind beide Schimmerblushes. Also nicht so wie bei den Charlotte Tilbury Blushes. Die sind ja matt. Die hier sind schimmernd. Das muss man wissen. Okay, wow, krass. Weiter geht die wilde Reise zu Too Faced. Auch das eine Marke, reden immer weniger Leute drüber. Ich persönlich muss auch sagen, dass ich in der Zeit super enttäuscht war von den Lidschattenpaletten. Das war echt jedes Mal ein Griff ins Klo. Das hat mich sehr geärgert. Born This Way Ethereal Light Illuminating Smoothing Concealer habe ich mir in der Farbe Oatmeal bestellt. 5 ml sind hier drin. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch bei Douglas. Upsala. Claudi. Oh, wie verrückt kann man sich anstellen, um ein Produkt hier rauszunehmen. Der scheint aber wirklich auch keinen Schimmer zu haben. Da haben wir jetzt ja doch das ein oder andere Mal echt ein kleines Problemchen gehabt. Der scheint aber auch farblich gar nicht so verkehrt auszusehen. Doch, das finde ich gut. Das finde ich gut. Also, Verpackungsdesign könnte sich schwerer anfühlen, könnte wertiger aussehen. Aber hier oben, das gefällt mir sehr, sehr gut an der Kappe, ne? Riecht ein bisschen nach Farbe einfach. Oh. Ja, hat so einen Peach-Unterton, was ich ja ganz gut finde. Oh lala, oh lala. Das muss ich wirklich einfach mal aufgetragen sehen. Das sieht jetzt auf den ersten Swipe nämlich gar nicht mal so hell aus. Aber weil ich das halt ja sowieso unter den Augen auftrage und dann die Foundation ja später damit auch einblende und so. Doch, das kann was werden mit uns beiden. Guck mal, so ausgeblendet, ne? Der ist halt nicht so super stark deckend wie der normale Born This Way Concealer, den ich ja übrigens gar nicht so geil finde, weil der ziemlich austrocknet ist. So, dann gab es noch neue Produkte von MAC. Die habe ich jetzt auch schon gesehen bei Jenny's Highlight zum Beispiel. Ja, da habe ich einmal den Studio Fix Everywhere All Over Face Pen. Den habe ich mir in NC13 bestellt. Das ist so ein Zwischending zwischen Concealer, Foundation, ne? Und da kannst du natürlich dir auch andere Farben bestellen, um das dann gegebenenfalls, wow, ist das ein Oschi, als Contour oder so zu verwenden. Hier sieht man dann auch die Farbe. Sieht sehr, 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 sehr fancy aus, weil das einfach mal eine andere Verpackung ist. Für Total Visage steht hier auch drauf. 12 ml. Krümpel ist hier drin. Dann muss man das hier so rausdrücken. Das ist echt spektakulär. Könnte farblich ein bisschen gelb sein. Warum habe ich denn NC genommen? Das ist ja bei denen immer umgekehrt, ne? NC steht ja quasi, also das sollten dann ja Leute nehmen, die, ist ja andersrum. Also normalerweise bin ich ja cool und kaufe mir dementsprechend cool. Aber bei MAC ist es irgendwie andersrum. Egal, ich werde den auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann schauen wir uns das mal auf meinem Gesicht an. Vielleicht mache ich sogar mal ein Full-Face-Beauty-Bay mal wieder, wa? Dann habe ich hier von MAC Studio Fix Pro Set and Blur Weightless Loose Powder. Das ist dieses hier. Habe ich das in verschiedenen Farben. Ich habe es in Light bestellt, auf jeden Fall. Ja. Sieht auch tatsächlich gar nicht mal so light aus. Was ist los, ey? Von den Farben her verrückt. Einfach verrückt, ja. Auch MAC ist so eine Marke, ne? Da spricht man jetzt gar nicht mehr so super viel drüber. Aber wenn sie dann mal was Neues rausbringen, dann freut man sich. Ja, probieren wir mal aus. So, so viel zu Beauty Bay. Jetzt gehen wir mal kurz einen kleinen Abstecher weiter zu, ich habe unten das Buch liegen lassen, zu Danny. So, Danny Pelletier, der hat ein neues Buch rausgebracht, Darren Elletier. Das ist quasi
so ein, ja, Fantasy-Roman und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. So ein bisschen so Zaubererwelten, also angelehnt an Harry Potter, würde ich jetzt einfach mal so ganz salopp sagen. Ich habe noch nicht geschafft reinzulesen, aber vielleicht demnächst irgendwann mal, wenn Julius es zulässt, mal gucken. Ich habe richtig Bock drauf, dort einfach in eine andere Welt abzutauchen, denn ich mag es einfach, wie Danny die Welten baut. Und mit dem Code Claudi bekommt ihr auch eine Autogrammkarte dazu. Die könnt ihr auch super als Lesezeichen verwenden, ne? Genau, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und ich finde dort halt auch viele, viele weitere Sachen. Tada! Ich habe natürlich auch noch bei den Karten zugeschlagen, denn ich liebe diese Klappkarten. Das ist so mein Ding. Also die Papeterie Pelletier, das ist, glaube ich, dann, ne? So heißt es bei ihm. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr einfach außergewöhnliche Karten verschenken möchtet. Da habe ich hier einmal Blumen. Das ist einfach eine sehr, eine Karte, die du für universell, so, die man für verschiedene Sachen verwenden kann. Und hier ist einfach ein Blumenstrauß drin, ob zum Muttertag oder zum Geburtstag oder wofür auch immer, ne? Und deswegen, bald ist jetzt hier auch Muttertag. Ich denke, dieses Video wird noch vor Muttertag online kommen. Und sowas schenke ich dann gerne meiner Mama. Und ich weiß einfach mein Umfeld, beziehungsweise, nee, doch, ich kenne mein Umfeld und mein Umfeld weiß es zu schätzen, wenn ich denen halt solche Karten schenke. Dann habe ich auch noch eine klassische Happy Birthday Karte. Das ist diese hier. Die habe ich schon öfters mal gekauft, ne? Und auch verschenkt. Ich vergesse nur tatsächlich immer, wem ich die schon geschenkt habe und wem nicht. Weiß ich echt nicht. Und letztens erst habe ich diese hier nämlich verschenkt. Ich glaube, an meine Schwägerin war das dann, genau. Und hier steht auch Happy Birthday drauf. Oder war das an meine... Siehst du, jetzt bin ich wieder nämlich in dieser Betrouille. Nee, ich glaube, die andere Happy Birthday Karte habe ich dann nämlich meiner Stiefschwiegermama in Spiel geschenkt, die heute auch übrigens zu Besuch da war. Das ist einmal diese blaue mit dem Schmetterling drauf. Und wirklich, die sind jetzt nicht exorbitant teuer, ne? Also die sind wirklich zu einem fairen Preis im Pelletier Verlag drin. Kann ich euch wirklich voll empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen und einfach mal die ein oder andere Karte mit zu bestellen, weil die sind sehr, sehr schön so im Scherenschnitt-Style gemacht, ne? Und dann habe ich diese Karte mir noch bestellt, die hatte ich noch gar nicht gehabt. Fand ich auch sehr hübsch. Ich glaube, die ist sogar relativ neu, oder? Das ist auch so schmetterlingsmäßig und hier sind ganz viele Blumen. Und das ist natürlich mega. Ne? Richtig, richtig hübsch. Und hier sind Sonnenblumen drauf. Und das ist hier also auch richtig geil zum Muttertag. Also die werde ich wahrscheinlich meiner Mom zum Muttertag geben, weil ihre Lieblingsfarbe gelb ist. Und dann passt das doch. Und was wäre passender als diese Karte? So nämlich. Und die ist natürlich schon groß. Riesig. Riesig, riesig. So, und dann habe ich hier noch Terra 2050 Coming Soon. Das ist ein kleiner Spoiler für uns alle. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt zu Mindpunkt. Ja, da trage, seht ihr ja die ganze Zeit schon die Produkte, die ich von Mindpunkt zugeschickt bekommen habe. Mindpunkt hat einen Online-Shop und dort findet ihr Schmuck. Ihr könnt dort mit dem Code Claudi223 immer weltweit versandkostenfrei shoppen gehen. Wenn ihr diesen Code anwendet, bekomme ich eine kleine Provision. Und die haben immer wieder richtig coole Aktionen, so zum Beispiel auch aktuell bis zum 30.04. ist der Spring Sale. Da bekommst du 25% Rabatt auf alles mit dem Code SS25. Ihr könnt euch die Schmuckstücke in Gold, Roségold und in Silber dort anschauen oder bestellen halt auch. Und ich trage jetzt gerade ein Set in Roségold, was ich mir gar nicht selber ausgesucht habe. Da hatte meine Kontaktperson nämlich gesagt, dass die mir mal was aussuchen möchte und das zuschicken möchte. Ich sage, okay, diese Ohrringe finde ich beautiful, hätte ich mir aber im Leben nicht selber ausgesucht, weil ich diesen Schließmechanismus nicht ganz so genial finde. Das ist die kleine Variante davon. Die heißen Kreolen Colombiana. Roségold finde ich auch sehr, sehr schön. Trage ich tatsächlich auch in letzter Zeit relativ häufig. Und ich mag aber, wie gesagt, hinten diesen Schließmechanismus nicht. Ich bin halt eher so jemand, ich klippe lieber oder ich stecke lieber. Das ist mehr so meins. Oder ich stecke einfach nur durch und lasse dann durchhängen. Ich trage den Schmuck wirklich ständig. Ich trage ihn nur tagsüber. Ich trage den nicht nachts. Ich trage ihn auch nicht beim Duschen, einfach weil ich es aus Bequemlichkeitsgründen nicht mag. Aber ich habe damit natürlich auch schon das ein oder andere Nickerchen gemacht und bin auch schon durch den ein oder anderen Regenschauer damit gelaufen. Und ist halt nach wie vor wunderschön. Ne? Das ist halt echt Schmuck. Die Kette heißt Caro und das ist eine sehr, ja, so eine
filigrane Geschichte, weil also so ein kleiner, niedlicher Anhänger habe ich schon lange nicht mehr so in der Art und Weise getragen, aber finde ich halt auch irgendwie mal schön. Vor allem, wenn man ja auch recht große Ohrringe trägt, die gibt es glaube ich sogar in 3 verschiedenen Größen, dann ist es ganz schön, wenn hier der Kettenanhänger einfach ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen dezenter ist. Und ich habe schon wieder vergessen, wie diese Art von Kette heißt. Das hatte mir Unbox Butterfly Nicole nämlich gesagt. Ich hatte sie gefragt. Oh, ich habe es vergessen. Kugelkette, so heißt das, genau. Glaube ich, oder? Bald ist Muttertag, vielleicht ist es dann ja auch nochmal das passende Geschenk für eure Mom oder für eure Freundin, Frau, wie auch immer, ne, dass man da einfach mal vielleicht etwas hat, was man dann auch verschenken kann oder sich halt auch in dem Sinne wünschen kann. Und ja, verlinke euch den Shop in der Infobox. So, das wäre es jetzt hier gewesen von meinem Querbeet Kunterbunt einmal kurz zeigen Haul. Nenne ich das Video genau so, mal gucken. Und ja, dann war es das. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!